Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat, das nennt man Präzession, und weil sie das anderes berechnen, ist auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich sage, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes berechnet als in westlichen Astrologie. Aber ihr könnt auch vergleichen, so wie die Astronomen auch berechnen, die indische Berechnung übereinstimmt auf die Berechnung zum Astronomen. Liebe Kamisua, ich grüße dich. Das ist die Jahreshoroskop von deiner Tochter. Und das schauen wir an. Das Bild symbolisiert ihr Geburtshoroskop. Das ist bildhaft dargestellt. Das zeigt, wie die Sternenhimmel war über sie in dem Augenblick, wo sie geboren ist, wann sie geboren ist. Und das ist wie ein Momentaufnahme und das ist einzigartig, wie ein Fingerabdruck. Und das ist ein Plan, ein Seelenplan, ein Lebensplan, das Weg, was ihre Seele ausgesucht hat. Intuitiv weiß sie das alles. Und die Lebensbereiche, wo Energie fließt, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in ihr Lebensweg. Einmal die zweiten Lebensbereich hier, wo um Werte geht, wo um Besitz geht, aber auch um ihr Selbstwertgefühl und alles, was mit Finanzen was zu tun hat. Dann ist ein wichtiger Lebensbereich ihr Herkunft und auch ihr Zuhause, und sie braucht immer dieses Gefühl zu haben, ich habe ein Basis, ein Fundament, da kann ich mich auf mich verlassen. Dann ist wichtig ihr Kindheit, aber auch ihr Kreativität, ihr schöpferische Energie. Dann ist ihr wichtig die Partnerschaft, wo auch karmische Themen und Lernaufgabe hat, und die Geheimnisse, auf jeden Fall. Und hier hat auch eine Lernaufgabe, Kraft und Mut zu zeigen, sich zum Wehren und nicht immer zurückziehen. Dieses Bild, oder könnte ich sagen, ein Geburtshoroskop bleibt. Daran ändert sich nichts. Was sie aber ändert, das ist ihr Weg, ihr Lebensweg. Weil sie macht Lebensschritte in 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahre beginnt eine neue Periode. Wir bewegen uns in einen anderen Boden. Andere Eindrücke sind zum Erwarten, andere Themen sind wichtig. Auch Lernaufgabe natürlich. Bei ihr hat sich begonnen gerade die Periode der Steinbock, der Steinbockperiode, und diese Zeitqualität bewegt sich in die kommenden 7 Jahre. Es wird nicht ganz einfach sein. Steinbock steht im Saturn-Einfluss, und durch diesen Saturn-Einfluss sind einige Lernaufgaben, dann lernt sie etwas befestigen, dann achtet auf Sicherheit, Stabilität und Struktur. Ich muss dazu Saturn ein bisschen näher beschreiben, dann versteht man das auch. Astromedizinisch herrscht Saturn über unserem Skelett, über unserem Knochensystem. Und es gibt für uns Halt für unseren Körper. Saturn herrscht astromedizinisch über unserem Haut. Und unsere Haut bringt unseren Körper in Form, schützt von Einflüssen von außen, hat auch eine Schutzfunktion und grenzt auch ab. Und das ist die
Prinzip Saturn Halt zu geben, abgrenzen, aber auch dieser Schutz ist wichtig, oder etwas in Form zu bringen. Wenn man das versteht, dann hat man mehr Bezug zu diesem Planet. Und nun, über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht Saturn. Man darf auch nicht vergessen, dass Saturn herrschte im goldenen Zeitalter in paradiesischem Zustand. Und da spiegelt die Steinbock eine gewisse paradiesische Erde. Und wenn man das versteht, und wie kommt man zum Paradies? Weil das zeigt die Tierkreiszeichen Steinbock, dann können wir besser damit umgehen. Dann empfindet man das nicht als streng, man empfindet nicht als bedrückend, sondern versteht, warum ist das so? Und diese Stück paradiesische Erde, was die Steinbock klar und deutlich zeigt uns auch, das sind unsere Wünsche, unsere Ziele. Und das brauchen wir im Leben, Ziele setzen. Das können wir auch mit kleinen Zielen starten. Und da haben wir die Erfolgserlebnis. Dann geht es immer weiter und lernen auch geduldig zu sein und nicht aufgeben. Das ist auch Steinbock-Energie. Und genau in dieser Phase befindet sie sich zurzeit, und das hat jetzt begonnen. Und in dieser Phase wird noch 7 Jahre lang sein, etwas befestigen, dann auf die Sicherheit, Stabilität, Struktur achten, Ziele setzen, nicht aufgeben, die Ausdauer zeigen. Dann wird diese Steinbock-Energie Wunder. Und dann kann in ihrem Leben was aufbauen, ihre Berufung oder Stabilität in Finanzen oder eine sichere, stabile Partnerschaft aufbauen. Wenn sie aber hadert und meint, ah, das ist alles so streng, natürlich hat man dann Themen, besonders im jungen Jahren, im zweiten Lebenshälfte ist man weiser und kommt damit besser klar. Aber im jungen Jahren, das ist natürlich eine Herausforderung, aber die positive Seite erkennen. Und in den kommenden 7 Jahren hat sie dann die Sicherheit, Stabilität und Struktur und erreicht sie ihre Ziele und zeigt diese Kraft, diese Ausdauer, manchmal sogar Geduld. Dann kommt ihr Leben in Ordnung, weil Steinbock bringt auch Ordnung, auch Jungfrau, aber Steinbock auch. Jetzt sind wir in Zeit, April 2019. Und das heißt, Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Bei Sonnenbewegung muss ich das ein bisschen korrigieren, weil Grunde genommen macht die Bewegung unseren Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Ich beginne mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet unserem Sonnensystem. Pluto hat ein Prinzip, alles oder nichts. Und diese Kraft, diese inneren Kraft, auch diese Überzeugungskraft, das ist bei Pluto Energie spürbar. Und Pluto bewegt sich im April in Tierkreiszeichen Schütze. Natürlich nach indischen Berechnung. Pluto ist hier im Schütze. Sie hat von Haus aus einen Bezug zu dieser Energie, weil sie ist im Tierkreiszeichen Skorpion geboren. Sie hat Merkur in Skorpion, sie hat Venus in Skorpion, sie hat Pluto auch in Skorpion. Und über diese Tierkreiszeichen herrscht Pluto. Also das ist schon ein besonderer Bezug zu dieser Energie. Pluto aktiviert den 3. Lebensbereich und das bedeutet Wissen vermitteln, Wissen aneignen, vielleicht sogar eine Ausbildung. Dann bedeutet auch Lernen mit Geschwistern, mit Verwandten, mit Nachbarn, Bekannten umzugehen,
Pluto zeigt auch Macht. Und auch sich zu behaupten gegen Konkurrenten und Rivalinnen. Außerdem Informationen vermitteln, Informationen annehmen, neugierig sein für etwas. Neptun bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das hat mit ihrer Kindheit, mit ihrem inneren Kind, auch mit den karmischen Erinnerungen, hier hat sie karmische Themen, was zu tun, aber auch die schöpferische Kraft, eindeutig. Und Neptun ist nun mal der Planet, wo kreativ ist und lässt unserem Träume wirken, dass das Wirklichkeit wird, dass wir an unseren Träumen glauben. Neptun lässt uns ganz schön inspirieren und hier hat sie auf jeden Fall die schöpferische Kraft und das ganz kreativ gestalten. Uranus befindet sich im April in Tierkreiszeichen Widder und aktiviert bei ihr die Partnerschaft. Und bei Uranus Einfluss kommen Umbrüche, Veränderungen eindeutig, aber auch unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Lebensumstände, außergewöhnliche Begegnungen. Und das erlebt sie in Partnerschaft. Saturn bewegt sich im Schütze. Saturn erteilt auch Lernaufgabe und ihre Lernaufgabe ist hier, sich zu behaupten. Das gleiche wie bei Pluto, ich gesagt habe. Aber anderes wirkt. Bei Pluto zeigt sich diese Kraft, diese Überzeugungskraft. Bei Saturn bringt das in Ordnung. Saturn-Energie, lerne das. Lerne, du musst hier was lernen und bring das bitte in Ordnung. Das braucht eine Struktur. Jupiter ist auch im Schütze. Jupiter bringt Glück. Jupiter-Einfluss ist sehr angenehm. Die einzige Schattenseite kann bei Jupiter sein, wenn wir das übertreiben. Weil Jupiter dehnt sich aus und manchmal ist diese Neigung da, dass wir das nicht bremsen, sondern übertreiben etwas. Das ist möglich, aber die gute Seite ist von Jupiter, das ist der große Glücksplanet. Und auch die Gerechtigkeit, Jupiter zeigt auch Gerechtigkeit, auch etwas Ausgleichen von karmischen Themen, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Mars ist die Kraft und mit dieser Kraft kann man sich behaupten, aber Mars ist auch der Mann und die Mars Bewegung ist im April im Stier. Hier ist die Wandlung, die Erneuerungsprozesse und das, was für sie jetzt wichtig ist, ihre Kraft, Vertrauen, mutig zu sein, das auch zeigen nach außen. Aber hier sind auch andere Themen wie Sexualität. Dann natürlich mit Mars-Energie kann auch zum Begegnung kommen zu einem Mann und handelt sich um die Liebe, Partnerschaft. Venus zeigt ihre Weiblichkeit, sie als Frau, und beeinflusst das Liebesleben, ganz klar, das ist die Liebesplanet, und zeigt die Kreativität, Schönheit. Venus bewegt sich im Wassermann und aktiviert hier Thema, also nicht nur die Weiblichkeit und das Genießen auch, die Liebe, Partnerschaft genießen, ihre Weiblichkeit genießen, sondern auch gerade aktiviert auch ihre schöpferische Kraft, ihre Kreativität. Merkur ist der Planet für Kaufleute, Merkur handelt gerne. Und Merkur löst auch
Merkur löst auch Themen aus wie Terminen vereinbaren, einen Vertrag unterschreiben, etwas Neues lernen, das praktische Wissen und Kommunikation. Merkur bewegt sich in Wassermann und wieder diese schöpferische Kraft ist hier spürbar, das Spielerische. Und Monatsthema ist das, was die Sonne zeigt. Die Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt Monatsthemen. Sonne ist in Fischen, das heißt, Monatsthema ist Arbeit und Gesundheit. Aber auch die Alltag, wie geht in ihren Pflichten nach, wie bewältigt sie ihren Alltag. Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas noch gebremst ist, hat aber auch einen Sinn, weil dann sollen wir langsam tun oder noch etwas überprüfen. Rückläufigkeit löst auch Themen aus, was die Vergangenheit betrifft, manchmal sogar karmische Themen. Entweder die gleiche kehrt wieder zurück oder meldet sich jemand von Vergangenheit. 11. April wird Jupiter rückläufig, hier im dritten Lebensbereich. Das kann natürlich sein, dass jemand meldet sich bei ihr von der Schulzeit. Oder wenn sie sich behaupten möchte, dann soll sie eher jetzt nicht aktiv sein und unbedingt was tun, sondern die Energie eher zurücknehmen. Und manchmal ist nichts getan, viel mehr getan. Also es ist oft klug, schweigen oder zurückhaltend sein. 25. April wird Pluto rückläufig, wieder in diesem Bereich, auch wieder Vergangenheit oder nach innen schauen, weil die Pluto-Kraft ist eigentlich das innere Kraft und die Überzeugungskraft. Und es ist eine gute Zeit, damit bewusst zu sein. 30. April ist Saturn rückläufig, hat auch eine Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und bei dieser Rückläufigkeit sind karmische Themen oder Vergangenheit nochmal anschauen. Oder wenn es um schicksalhafte Veränderungen geht, dann Saturn zeigt deutlich, warte noch, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, sei noch geduldig, halte die Energie zurück. Jetzt die Mondbewegung. 12. April ist Halbmond in Zwillinge. Halbmond ist zwar schön, aber steht Sonne und Mond in einer Spannung. Und das spüren wir auch. Das sind die beiden Lichter und die haben so einen großen Einfluss auf unseren Alltag. Und das ist spürbar, Unsicherheit, Nervosität, bisschen Spannung und man spürt immer in diesem Lebensbereich, wo sich dieser Halbmond befindet. Am 12. April ist in Zwillinge, also sie spürt das, entweder auf einer Reise, dass da nichts klappt, geht nichts voran oder kommt etwas von Ausland und das ist unangenehm. Oder sie ist unsicher, soll ich nicht vielleicht diese Schulung machen. 9. Lebensbereich hat auch mit Bildung was zu tun. Oder soll ich diese Reise machen? Oder soll ich diesen Kontakt im Ausland pflegen? Ja oder nicht? Solche Unsicherheiten löst aus. 19. April ist Vollmond im Waage. Hier kommt ihre Persönlichkeit im Ausdruck. Vollmond beleuchtet etwas und macht das sichtbar. Und das erlebt sie, weil sie bekommt Aufmerksamkeit, sie macht sich sichtbar. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Eine gewisse Spannung, entweder zu Hause ist Spannung oder kommt eine kleine Reparatur. Kann auch bedeuten, dass es alles zu hektisch in Außerwelt ist und sie spürt überall diese Spannung, dass das gut ist, zurückziehen in eigenen vier Wänden und einfach mal diese Ruhe können. Mai 2019
Jupiter kehrt zurück zum Skorpion. Jupiter ist rückläufig, also bewegt sich rückwärts, kehrt zurück zum Skorpion, hat einen Einfluss auf die Finanzen. Und Jupiter vermehrt etwas, das sind schon Gewinnchancen auch. Sonne ist im Widder, also Monatsthema ist die Partnerschaft. Und Merkur, Venus ist in Fischen. Merkur bedeutet Terminen, Verträgen, Lebensbereich ist Arbeit oder Gesundheit. Und Venus ist entweder Liebe im Arbeitsplatz oder im Gesundheitsbereich. Könnte auch sein, dass sie sich verliebt an einen Arzt. Warum nicht? Kann auch sowas auslösen. Oder bedeutet, dass sie kreativ ist in die Arbeit. Venus-Merkur-Verbindung kann auch Gespräche sein mit einer Frau, wieder den Bereich Arbeit oder Gesundheit. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug und Nachdenklichkeit und Meditation. Die Licht in unserem Inneren suchen, aber auch finden. Und bei Widder nachdenklich über die Partnerschaft. Kann auch bedeuten, dass sie genießt die Zweisamkeit und die beiden möchten mal alleine sein. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Hier ganz oben, das löst aus, dass sie das Gefühl hat, sie wird nicht wirklich wahrgenommen, sie bekommt keine Anerkennung oder Respekt oder Unsicherheit, wie erreiche ich meine Ziele oder Unsicherheit, wie ist das mit meiner Berufung, welche Richtung soll das gehen. 18. Mai ist Vollmond im Waage, das wird wieder beleuchtet, sie macht sich sichtbar. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, das gleiche wie letzten Monat, auch Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur in Wohnung oder in Außen ist eine gewisse Spannung und sie braucht diesen Rückzug, diese Ruhe. Juni 2019. Sonne und Merkur ist im Stier. Monatsthema ist dieser Prozess, die Erneuerung oder das Loslassen. Das ist auch Thema hier im 8. Lebensbereich. Aber kann auch auslösen irgendwelche Termine oder Verträge in Ämtern. Mars ist in Zwillingen und Venus ist im Widder. Also die Liebesenergie fließt hier in Partnerschaft und Mars ist im 9. Lebensbereich. Das kann bedeuten, dass sie sich behaupten muss und ihre ganze Kraft einsetzen muss, dass sie eine Prüfung besteht. Kann auch bedeuten, dass sie begeistert ist von einer Reise und plant eine Reise, kann auch auslösen, dass sie Kontakte hat im Ausland mit einer männlichen Person. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Neptun hat mit Kreativität was zu tun. Neptun hat mit unseren Träumen, mit unserer Fantasie, mit unseren Visionen etwas zu tun. Und Neptun wirkt wie Wunder, wenn wir an diesen Traum glauben. Hier brauchen wir ein ganz starkes Glaube und Vertrauen. Dann spüren wir diese wunderbare Neptun-Energie. Aber wenn wir das aufgeben oder nicht glauben, dann fühlt sich das enttäuschend an, weil dann haben wir das Gefühl, ja, wir
können nie unserer Vorstellung leben oder unserem Traum. Wir müssen immer anpassen. Und das macht schon unzufrieden. Und hier bei dieser Rückläufigkeit von Neptun hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Aber oft auch Talente, Fähigkeiten. Bei Neptun sind das künstlerische Begabung, dass das diese Fähigkeiten wird aktiviert mit dieser Rückläufigkeit und das macht lebendig. 3. Juni ist Neumond im Stier und das bedeutet Nachdenklichkeit, was sollte man loslassen, verändern, beenden oder trennen. Das heißt nicht, dass wir immer alles loslassen müssen, überhaupt nicht. Es sind viele Dinge im Leben, was wir befestigen sollen, auch Freundschaften, weil das unterstützt und das gibt uns Kraft und Stärke. Aber das, was überflüssig ist, das ist wichtig zum Entfernen. Und dazu ist dieser Prozess sehr gut. Und 3. Juni ist die Nachdenklichkeit. Was soll das sein? Vielleicht mal aufschreiben. Wovon möchte ich trennen? Was möchte ich kündigen? Was stört mich? Und dann eins nach dem anderen abarbeiten. 10. Juni ist Halbmond im Löwe und es ist wieder eine gewisse Spannung hier im Löwe, entweder Spannung im Freundeskreis, kann aber auch bedeuten, weil hier auch um die Wünsche und Träume und Hoffnungen geht, dass in diesem Tag zweifelt sie daran. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, die Bereich Werte, Wertschätzung, Finanzen wird ganz und voll beleuchtet, da genau hinschauen. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Wenn das um Gesundheit geht, dann ist wichtig, die inneren Gleichgewicht und die Ruhe unbedingt bewahren. Aber wenn das in die Arbeit geht, dann steht man in diesem Tag irgendwie in Spannung. Juni passiert was Wichtiges. Rahu und Ketu habe ich noch gar nicht erwähnt. Ketu ist der Drachenkörper und zeigt alten karmischen Themen ganzes Jahr. Und auch noch nächstes Jahr befindet sich diese karmischen Knoten, diese absteigende Mondknoten Ketu in Schütze. Hier kommen karmische Erinnerungen, wird aktiviert, weil dieser Mondknoten bewegt sich auch. Das ist zwar kein Himmelskörper, das ist ein Schnittpunkt im Himmel, aber dieser Schnittpunkt hat auch eine Bewegung. Also hier aktiviert alten Karma. Und Rahu, der Drachenkopf, was wir gerade so suchen, welche Richtung, Rahu bewegt sich in Zwillinge. Ganzes Jahr und auch nächstes Jahr schon. Und unbewusst sucht sie die Richtung nach Ausland, Auslandskontakte, Bildung, eine höheren Bildung, Schulungen, Prüfungen und auch Spiritualität. Also zurück zum Ketu. Ketu ist hier im Schütze. Außerdem, Saturn ist rückläufig und diese Rückläufigkeit zeigt auch alten karmischen Themen. Und Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch alten karmischen Themen. Juni 2019 bilden sich Ketu, Saturn und Pluto eine sogenannte Konjunktion, das heißt, sie treffen sich. Mit anderen Worten, dieser rückläufige Saturn und dieser rückläufige Pluto befindet sich auf dem Mondknoten, wo eigentlich auch die Finsternisse stattfinden, das muss auch mal wissen. Und hier in diesem Mondknoten treffen sie sich und aktiviert alten karmischen Themen und das am Juni. Juli 2019 Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Reisen, Auslandskontakte
Prüfungen, Bildung oder Spiritualität. Und mit Venus-Energie entweder wird sie die Liebe im Ausland suchen oder im Ausland finden. Kann auch bedeuten, dass sie sehr kreativ ist bei der Bildung, bei Prüfungen. Oder kann auch bedeuten, dass sie das genießt und schön findet, eine Reise oder Fremdsprache oder Bildung. Kann auch bedeuten, dass sie Kontakt hat im Ausland mit einer weiblichen Person. Mars und Merkur ist im Krebs. Im 10. Lebensbereich handelt es sich um Zielerreichung. Dann mit dieser Mars-Energie heißt, sie hat die Kraft und den Mut, ihre Ziele zu verfolgen. Und mit Merkur, dass sie das auch anspricht. Hier im 10. Lebensbereich handelt es sich auch um Anerkennung, Ansehen. Und Mars ist eine männliche Person. Und Merkur ist die Sprache, dass eine männliche Person ihr das bestätigt und bekommt Lob oder Anerkennung. Hier im 10. Lebensbereich ist auch die Berufung und das kann bedeuten, dass hier ein Vertrag unterschrieben wird und das ist die Merkur-Energie und hat eine Verbindung zu einer männlichen Person, das ist die Mars-Energie. 8. Juli wird Merkur rückläufig und das kann auslösen, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillinge. Das ist der Rückzug, die Überlegung, wohin geht die Reise. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Das ist wieder Spannung, dann ist wichtig der Rückzug, die Ruhe bewahren. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und das aktiviert karmische Themen. Finsternisse haben immer mit karmischen Themen was zu tun, hier im Schütze. Und 25. Juli ist Halbmond in Fischen. Das heißt, wenn das um Gesundheit geht, dann braucht sie die inneren Gleichgewicht und Ruhe. Wenn das um die Arbeit geht, dann ist Unsicherheit, bisschen Hektik. August 2019. Merkur befindet sich in Zwillingen. Entweder ist es wirklich die Bildung und Merkur passt dazu auch, weil Merkur vermittelt auch Wissen und kann auch eine Prüfung sein. Aber möglich ist auch eine Fremdsprache zum Lernen oder Kontakt im Ausland. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist, was sind ihre Ziele, wie soll das erreichen. Dann Monatsthema ist auch, wie bekommt sie Anerkennung. Monatsthema ist auch, wo ist meine Berufung. Und hier ist auch Mars und Venus, das ist die Liebespaar. Also das kann auch hier im Arbeitsbereich die Liebe bedeuten. 1. August ist Neumond im Krebs und das heißt nachdenklich zu sein, wie erreicht sie ihre Ziele, was sind überhaupt ihre Ziele, wie bekommt sie Anerkennung und was ist ihre wahre Berufung. 7. August ist Halbmond im Waage, das ist eine gewisse Unsicherheit oder sie zweifelt an sich selbst. 15. August ist Vollmond im Steinbock.
Das wird ganz und voll beleuchten. Was gibt ihr Sicherheit, Stabilität? Was ist die Fundament? Oder wo ist ihr Zuhause? 23. August ist Halbmond im Widder. Eine gewisse Spannung oder Unsicherheit, was die Partnerschaft betrifft. 30. August ist Neumond in Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Und hier handelt es sich um ihre Wünsche und Hoffnungen und bei Neumond die Nachdenklichkeit. Was ist das genau? Und Regulus zeigt, öffne dein Herz. Regulus ist der Herz der Löwen. Und schau, was dein Herz sagt. Nicht nur bei Hoffnungen und Wünschen, sondern auch bei Freundschaften. 12. August wird Jupiter direktläufig, das heißt, es vermehrt sich etwas in Finanzen. 12. August wird Uranus rückläufig, hier, was die Partnerschaft betrifft. Und diese Rückläufigkeit löst aus entweder karmische Liebe oder kehrt ein Mann zurück von Vergangenheit oder es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt in der Liebepartnerschaft, was verändert. Das bremst ein bisschen. September 2019. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Das wird ein wichtiges Thema sein. Dann ihre Hoffnungen, ihre Wünsche, aber auch die Freundschaften überprüfen. 19. September wird Saturn direktläufig. Ein sehr wichtiges Datum, weil Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal. Kommen schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Entscheidungen. Und wenn die Richtung dreht, dann dreht sich das Schicksal in eine andere Richtung und das passiert hier im Schütze. 6. September ist Halbmond in Skorpion. In diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun. 14. September ist Vollmond in Wassermann. Da beleuchtet Thema Kinder, Kindheit, Kreativität. 22. September ist Halbmond im Stier. Wieder die Neigung, etwas festhalten, an etwas festklammern. Wichtig wäre aber wirklich loslassen. 28. September ist Neumond im Löwe. Und wieder die Nachdenklichkeit, was sind ihre Wünsche, Hoffnungen und nachdenklich zu sein, wer sind die wahren Freunde. Oktober, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Und Merkur ist im Waage. Sonne beleuchtet etwas. Und hier im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse. Und da sollte man wirklich hinschauen. Bei Mars und Venus, weil das die Liebesplanet ist, handelt sich um die Liebe. Entweder eine geheime Liebe. Oder kann bedeuten, dass jemand erzählt ihre Liebesgeschichte und sie öffnet den Augen und erfährt diese Geheimnisse. Aber bedeutet auch Feinde, geheime Feinde. Wenn sie mit Mars und Venus Energie in einer Liebesbeziehung ist und hat sie ihre eigenen Geheimnisse, dann soll sie auch schweigen, weil es ist möglich, dass geheime Feinde hat und Sonne zeigt es. Sonne bringt etwas ins Licht. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn sie etwas erzählt über ihr Liebesleben, ihre Geheimnisse, das wird dann weitergetratscht. Und bei Merkur-Energie hier im Waage
bedeutet Kommunikation, mehr Gespräche, oder sie kann ihre Meinung vertreten, wird auch wahrgenommen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze und das bedeutet eine gewisse Unsicherheit. Und hier handelt es sich auch um Konkurrenten und Rivalen, dass sie da behaupten soll. Kann auch bedeuten, dass eine gewisse Unruhe ist bei Geschwistern oder Verwandten oder Nachbarn oder bei Konkurrenten. Und das wäre besser, dann sich raushalten, die Ruhe bewahren. 13. Oktober ist Vollmond in Fische, das wird beleuchtet und das ist ihre Arbeit. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, das heißt Spannung auf eine Reise oder Prüfungsangst oder Unsicherheit wegen einer Prüfung. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, das habe ich. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das ist wichtig, Rückzug, Meditation, die Ruhe bewahren. November. Mars ist im Jungfrau und das heißt, wenn sie sich kraftlos fühlt, dann unbedingt zurückziehen, bis sie wieder Kraft hat. Die 12. Lebensbereich hier auch Rückzug, bedeutet auch Rückzug. Venus ist in Skorpion und Merkur auch. Hier handelt es sich um Geld, Geldeinnahme oder Geldausgabe. Bei Venus ist entweder, dass sie Geld ausgibt für schöne Sachen, bei Merkur kann auch ein Vertrag bedeuten, was die Finanzen betrifft, kann auch bedeuten, sie kauft ein Buch zum Beispiel oder meldet sich an zu einer Schulung, das kostet auch. Sonne zeigt die Monatsthemen und Sonne ist im Waage. Das heißt, ihre Persönlichkeit kommt in Vorschein und das ist sehr wichtig in diesem Zeitpunkt. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. Ab 28. November wird hier Neptun auch direktläufig. Das heißt, alles, was sie so wünscht, ihre Träume, kann verwirklichen, weil da kommt alles in Bewegung. Vorausgesetzt ist, sie glaubt daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Das kann bedeuten, dass alles so hektisch vorangeht und das ist besser zurückziehen, zu Hause bleiben. Kann auch Spannung zu Hause sein oder eine kleine Reparatur. 12. November ist Vollmond im Widder. Das wird beleuchtet, die liebe Partnerschaft. 19. November ist Halbmond im Krebs. Wieder Unsicherheit. Wo ist die wahre Berufung? Wie bekommt man sie Anerkennung? Wie soll ihre Ziele erreichen? 26. November ist Neumond im Waage. Da soll sie eher zurückhaltend sein. Sie braucht auch diese Stille oder diese Ruhe. Dezember 2019. Jupiter übergeht im Schütze, bringt ihr auch Glück, vermehrt auch etwas. Das heißt, das Wissen oder der Austausch zum anderen Menschen, die Kontakte, kommt einiges in Bewegung. Und Jupiter bleibt auch ganzes Jahr hier. Sonne ist in Skorpion, Monatsthema ist Werte und Finanzen. Und Venus ist im Schütze.
Mars und Merkur ist im Waage. Gespräche mit einer männlichen Person oder dass sie sich behaupten kann und sagt ihre Meinung und hier in Verbindung zu einer weiblichen Person. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Hier fehlt die schöpferische Kraft, das Spielerische. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Das wird ganz klar, was soll sie verändern, wovon soll sie trennen oder ämtlichen Themen wird beleuchtet, kommt Klarheit. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe und das bedeutet Spannung im Freundeskreis oder wenn das um ihre Hoffnungen, Wünsche geht, in diesem Tag zweifelt sie daran. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, wenn das um die Kontakte geht mit Geschwistern, Verwandten, Nachbarn oder Verbindungen im Internet, dann ist besser eher zurückhaltend sein. Januar 2020. Mars ist im Skorpion. Und das kann auslösen, dass die Mars gibt den Impuls und sie kauft und kauft. Kann sogar passieren, dass sie das später bereut, was sie gekauft hat. Aber möglich ist auch, dass die Wertschätzung bekommt von einer männlichen Person. Oder möglich ist es auch, dass dieser Mann ihr Geld gibt oder kauft ihr etwas und nimmt etwas Wertvolles in Besitz. Sonne, Merkur ist im Schütze und Venus ist im Steinbock. Monatsthema ist Bildung, Schulungen, Wissen, Austausch, Kommunikation. Und hier ist die Monatsthema. Merkur sorgt auch für Gespräche. Jupiter vermehrt das auch sogar. Und die Venus-Energie löst aus, dass sie zu Hause etwas verschönert. Februar 2020. Mars bleibt in Skorpion. Sonne ist im Steinbock, also Monatsthema ist zu Hause. Monatsthema ist Basis, ein Fundament, Sicherheit, Stabilität oder etwas gründen. Und Merkur-Venus ist im Wassermann. Und das zeigt die Lebendigkeit, die Lebensfreude, die Kreativität. März 2020. Venus ist im Widder und das trifft die Partnerschaft. Also wichtiges Thema ist da Liebe, Partnerschaft. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Merkur ist rückläufig und das sind Kindheitserinnerungen. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, besonders hier, wo wirklich um Kinder geht. Rückläufigkeit bei Merkur sind die Erinnerungen und Merkur steht für die Zeit, für Kindheit und Jugend. Und Mars ist im Schütze, Jupiter auch im Schütze. Das kann ihr Glück bringen, einer männlichen Person, entweder in vertrauter Umgebung oder von Verwandten oder Kontakte im Internet.
Und Pluto und Saturn ist im Steinbock und Pluto-Saturn bleibt ziemlich lang dann hier im Steinbock und aktiviert Themen, was mit die Zuhause betrifft, ihr Herkunft, ihr Zuhause. Oder sie braucht das Gefühl, angekommen zu sein. Sie braucht diese Basis, dieses Fundament und das kommt in Form. Und dafür sorgt die Schicksalsplanet Saturn und Pluto zeigt, da hast du die Kraft. Sei davon überzeugt, endlich angekommen zu sein. Liebe Kamisua, so könnte ich die Jahreshoroskop von deiner Tochter erklären. Ich wünsche euch beide alles Gute, alles Liebe von Dendera.